Die Stimmung hier im Stadion ist sensationell. Wie könnte es anders sein bei diesem Duell? Beim Spiel dieser beiden Mannschaften, die heute glänzen wollen, die heute ein Zeichen setzen wollen, die sich zeigen wollen. Gleich ganz losgehen. Bleiben Sie dran. Wer wird sich durchsetzen? Jetzt finden wir es heraus. Bleiben Sie dran. Wir melden uns heute aus dem BVB-Stadion Dortmund. Liebe Fußballfans, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser heutigen Begegnung. Mein Name ist Frank Fuß und ich bin Frank Buschmann, ganz genau. Die Vorrunde der UEFA Champions League ist unterwegs. Es kommt hier zu einem Duell in der Vorrunde. Borussia Dortmund gegen FC Girona. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Wolf, da wollen natürlich beide heute überzeugen. Beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte. Von daher dürfte es interessant sein. Marcel Sabitzer. Sehr gutes Technik, das war wichtig. So geht Borussia Dortmund in diese Partie. Im Tor ist Gregor Kobel. Niklas Süle spielt mit Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung. Marcel Sabitzer steht im Zusammenspiel mit der Mannschaft auf der Position in der Mitte. Und vorne werden sie es mit einem Stürmer versuchen. Der muss natürlich auch aus dem Mittelfeld unterstützt werden. Jetzt gibt es gleich die Ecke. Der BVB ist natürlich auf Dauer der beständigste Bayern. Auf jeden Fall über die letzten 10. Aber jetzt schauen wir erstmal hier genau hin. Nein, keine große Mühe. So einfach dürfen Sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Ballgewinn war fast abzusehen, weil sie hier sehr hoch stehen, weil sie ganz früh stören. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Fans hoffen auf die Führung.
sagen, haben sich nicht erfüllt. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Und sie machen nichts aus der Chance. Ball ist weg. Ja, geblockt, aber weiter genau hinschauen. Der Ball ist kein Problem für den Torhüter. Das könnte was werden. Borja Garcia, die Chance jetzt. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Eine Minute geht's oben drauf. Schön, erstmal jetzt den Ballbesitz verteidigt. Koko. Er sucht die Chance. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. So, Pause, das war's im ersten Durchgang hier im BVB-Stadion Dortmund. Bisher ist das noch keine allzu überzeugende Leistung heute, oder? Wie ist deine Einschätzung? Wenn ein Mann von dieser Klasse so schwach spielt, dann hast du es als Mannschaft schwer. Sehen wir ja auch am aktuellen Ergebnis, bisher nur Remis. Wir gehen rein in Durchgang 2 hier im BVB-Stadion Dortmund. Das könnte die Gelegenheit geben. Eckball. Eine gute Chance war das eben. Sehen wir hier nochmal. Diese so entschieden, aber sie machen das hier sehr überzeugend. Embridger. Da ist der Ball hier erstmal weg. Jetzt Sabitzer. Frage ist, wo ist die Lücke? Doch nicht. Das sieht vielversprechend aus. Viktor Tsigankov. Könnte die Führung werden. Diesen Fehler bestrafen sie sofort. Dreht ist der Ball, der Nachschuss sitzt. Wir schauen noch mal auf das Tor und da sehen wir, wenn das irgendwie anders hätte geklärt werden können, konjunktiv, dann wäre die Situation erst gar nicht entstanden. Aber so passiert es dann doch. Ja, der Trainer freut sich natürlich über diese Führung. Es ist ein enges Spiel. Es ist ein Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden können. Und da ist dieses Tor so wichtig. Süle. So, weg ist der Ball. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses wirklich schönen Treffers. Erst der Steilpass und dann nicht lange gefackelt, zieht ab und wird mit einem tollen Tor belohnt.
Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Emre Can. Die Fans werden laut, sie fordern jetzt schon einen Schuss. Das war keine Herausforderung, den hält er mühelos. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Haarscharf neben das Tor. Dortmund wechselt. Noch kommt er ohne Karte davon, aber allzu oft kann er sich das nicht mehr erlauben. Können Sie durchaus eine Menge erreichen. Ist ja immer sehr, sehr wichtig, dass du in der UEFA Champions League gleich von Beginn an Leistung zeigst. Es ist ein enger Wettbewerb. Es ist immer in jeder Partie intensiv. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Der Sieg ist das eine, aber wenn du dann auch noch das Tor machst, dann kannst du wirklich zufrieden sein. Gab ja außerdem noch die ein oder andere Chance, war ein wirklich gutes Spiel, kann hier zufrieden sein.